Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere bei Greuther Fürth. Ich nehme diese Folge direkt im Anschluss auf zu der letzten Folge. Das heißt, ich kann nicht auf eure Vorschläge eingehen, aktuell noch nicht. Falls ihr die Folge aber verpasst haben solltet, dann schaut doch mal rechts um meinem i vorbei. Da könnt ihr euch die letzte Folge anschauen, denn das war ziemlich spannend. So geil. Falls ihr übrigens neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr auch gerne mal ein kostenloses Abo da lassen und eventuell sogar die Glocke aktivieren. Nach dieser spannenden letzten Folge werden wir heute wahrscheinlich verlieren. Das ist toll. Denn wir haben bisher 2 Siege, ein Unentschieden geholt, 7 Punkte und sind damit Tabellenführer. Genau vor unserem Stadtrivalen, Erzrivalen, ja, Stadtrival ja nicht direkt, aber ja, schon fast. Und zwar vor Nürnberg. Vor Nürnberg stehen wir, die punktgleich mit uns sind. Wir haben nur die krassere Tordifferenz. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft, denn wir spielen gegen Hannover 96. In echt hat Fürth ein 1-1, glaube ich, geholt. Trainingseinheit. Nur, dass wir jetzt in Hannover sind. Und zwar mit lizenziertem Stadion. HDI Arena. Da sind wir jetzt. Das erste Mal, wo wir jetzt in der zweiten Liga ein lizenziertes Stadion sehen. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Leider regnet es. Bei Regen spiele ich noch schlechter. Das ist nicht gut, Leute. Eieiei. Ja, Hannover hat jetzt natürlich die Chance. Die sind ja nur einen Punkt hinter uns. Die Tordifferenz von uns ein bisschen so, ne? Dies und jenes. Und die Fans sind auf jeden Fall gut am Start. Wieder hier Original-Fangesänge. Bei Fürth habe ich irgendwie so das Gefühl, dass da keine Original-Fangesänge drin sind. Auf jeden Fall cool. Also mir macht das echt mega Spaß in der zweiten Liga. Und wenn das wieder so spannend wird wie gegen Regensburg, dann sowieso. Und jetzt haben wir schon die erste Chance. Julian Green mit dem Lupfer dann noch. Frech, eiskalt, 6. Minute. Wir überraschen Hannover. Die Fans bleiben stumm. Die Kleeblatt-Fans dürfen jubeln. Stopp! Ihr habt Lust auf ein Gewinnspiel? Rechts oben am i auf das Video draufklicken, euch anschauen und am besten teilnehmen. Würde mich echt mega freuen. Und jetzt geht's weiter. Let's go! Ich habe mal kurz ein bisschen auf die Ränge geachtet, weil die Hannover-Fans waren die ganze Zeit so am Hüpfen und am Anschreien, Jubeln, was weiß ich. Und dann plötzlich haben die dann so alle so, oh, fuck, Tor, und die Fürther sind dann alle aufgesprungen. Ah, auf jeden Fall interessant. Ganz, ganz frech von Julian Green, hat im letzten Spiel schon getroffen und den Ausgleich gegen Regensburg gemacht. Und hier trifft er wieder zum 1-0 in der 6. Minute, was eine Überraschung. Aber die Fans von Hannover geben wieder Gas und wahrscheinlich wird das auch Hannover tun. Boah! Das war eine gefährliche Chance. Heiliger! Und da ist Hans Nuno Sapai. Ja, Gott, ey. Das war aber nicht so ein cooler Abschluss. Und kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. Kein Abseits und der Torwart hält. Den habe ich so drin gesehen, aber Keita Ruel vergibt ja öfter mal die ein oder andere Chance. Und Robert Zieler, das war ein Konter nach Maß, würde ich sagen. Fangesänge, wie gesagt, finde ich cool, allerdings ist es halt sehr monoton. Also die machen das echt fast durchgehend mit dem Fangesang. Und es ist immer der gleiche. Also es ist nicht so, dass die mal abwechseln oder so. Also es ist immer der gleiche Fangesang. Von daher, ja, geht so. Ist so semi. Und vielleicht kriegen wir da direkt die erste Chance. Daniel Keita Ruel! 2-0! Direkt nach der Halbzeit. Ich wollte schon vorhin sagen, also wir können da gerade ganz gepflegt hin und her spielen. Das läuft ganz gut. Ron-Robert Zieler mit einem schlechten Ball, das war nicht gut. Genau vor die Füße von Keita Ruel. Er macht sein 4. Bundesligator in der zweiten Liga. Und das 2-0 schon jetzt. Verdient? Fragezeichen. Ja, geht so, aber
mir eigentlich relativ egal gerade. Und Nielsen. Oh, ganz knapp, gut gemacht, ganz stark. Oh, und das war's. Der nächste Saisonsieg immer noch ungeschlagen. 2:0, ein bisschen knapper dieses Mal, aber ja, also wie gesagt, frag mich nicht, woran es liegt. Frag mich bitte nicht. Was? Keita Ruel hat sich leider verletzt und fällt für 3 Wochen aus. Pff, wie beeinflusst das die Aufstellung? Ja, wir haben Optionen, würde ich sagen. Also, er fehlt uns auf jeden Fall. Es ist schlecht, wenn wir ihn jetzt nicht haben. Aber ja, müssen wir gucken, dass wir das irgendwie ausbaden können. Ja, das hätte auch anders ausgehen, muss ich ganz ehrlich hier sagen. Der Sieg freut mich sehr. Hätte deutlich anders ausgehen können. Also ich bin mega überrascht hier, dass wir hier 2:0 gewonnen haben. So, wir spielen wieder auswärts. In Bielefeld. Spieltag Nummer 5 ist es. Und wir haben die Tore heute noch nicht gehört. Jetzt spielen wir wieder auswärts. Hoffentlich hören wir sie wieder nicht. Dann gibt es eine Folge komplett ohne Tore. Ne? Hätte ich auch nichts dagegen. Aber andererseits hoffe ich natürlich auf ein spannendes Spiel. Und Bielefeld ist kein einfacher Gegner. Bielefeld hat 3 erzielte Tore nur. Wir haben 12. Also 4-mal so viel wie die. Das ist schon echt krass. Aber ich habe vorhin gesehen, die haben gegen Regensburg vorhin gewonnen mit 1:0. Und gegen Regensburg hatten wir ja so ein spannendes Spiel. Also vielleicht machen sie uns das Leben noch schwerer. Julian Green. Und da gibt es den Pfiff. Da gab es Vorteil. Und da gibt es eine gute Freistoßposition. Maximilian Wittek. Aber das ist schon schwierig. Freistöße in FIFA 20 habe ich noch nicht drauf. Und außerdem gibt es hier neue Sequenzen. Das ist extrem cool. Die gab es nicht zu FIFA 19. Außerdem ist es halt Fürth, ne? Das ist das Problem. Also die können halt nicht so gut schießen, im Allgemeinen nicht. Wir werden auf jeden Fall einen Topspin probieren, denn die sollen offensichtlich die leichtesten sein. Das ist der Wahnsinn. Offensichtlich sollen sie die leichtesten sein. 8. Spielminute. Und selbst Wittek kriegt das hin. Also jetzt nichts gegen Wittek. Ich finde ihn cool. Einer der besten Spieler bei Fürth. Aber hier im Spiel haben die halt so schlechte Werte, dass man eigentlich mit denen fast schon gar keine coolen Freistöße und so machen kann. Dachte ich. Oh, Caligiuri kann den Ball hier klären, aber macht den gleichzeitig auch nochmal echt extrem heiß. Und jetzt gibt es eine Freistoßposition für Bielefeld und gelb für Wittek. Was? Als ob. Also es war harter Körpereinsatz, aber direkt gelb zu geben. Also die Schiris allgemein sind schon ein bisschen gegen uns. Freistoßposition ist jetzt nicht so gut, also für direkt schießen eher nicht. Und die Flanke, das war mir schon fast klar, dass das nichts wird. Jetzt vielleicht der Konter. Nee, kommen wir nicht ran. Aber direkt gelb, also schon relativ oft erlebt jetzt, dass die Schiedsrichter mir immer relativ schnell gelb geben. Finde ich nicht so cool, ganz ehrlich. Und da gibt es Elfmeter. Das kann nicht sein. Elfmeter für Bielefeld. Keine Karte. Seguin soll den ausgelöst haben. Ja, er trifft ihn unten. Also das ist schon Elfmeter, aber das ist natürlich unbeabsichtigt. Ich habe nicht mal Kreis gedrückt, nicht mal X, nicht mal gar nichts. Ich bin einfach nur Richtung Ball gerannt. Er trifft ihn natürlich unten. Burchard hält! Alter, was war das übrigens?
Das war so eine Verarsche gerade einfach. Der Elfmeter wurde direkt ausgeführt. Da gab es nicht mal einen richtigen Pfiff. Also der Anlauf nach hinten und dann plötzlich die Kamera umgeschwenkt und er ist schon nach vorne angelaufen. Jetzt die Chance für Green, da den Fuß reinzustecken. Er hat es nicht geschafft. Alter, einen Elfmeter gehalten, Sascha Burchardt. Absolut krass. Boah. Ja, genau, Schiri, oder? Was ist das für ein Betrug? Ja, scheiße, das gibt sowas von gelb. Jetzt geht's hier ernster zur Sache. Was? Was? Als ob. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es wäre unberechtigt. Aber in FIFA haben die noch nie so streng gepfiffen. Ich kicke hier gelbe Karten und jetzt auch eine rote. Was ist das denn? Seguin fliegt vom Feld. 39. Spielminute. Wir sind in Unterzahl. Na, Prost Mahlzeit. Das wird jetzt was. Und Rogota. Oh, Nielsen vor der Halbzeit nochmal. Ja, in der Halbzeit müssen wir jetzt erstmal die Taktik umstellen. Hey, das ist jetzt nicht so cool. Vor allem, weil es ja wahrscheinlich auch nächstes Spiel nur gesperrt. Und das ist es! 2-0! Wir sind immer direkt nach dem Anpfiff on point. Ich weiß nicht, ab wann ich das reingeschnitten habe, aber Rogota hat dann super Laufweg gehabt, oder war es Nielsen? Ich glaube, Rogota war es. Hat sich da durchgekämpft durch 1, 2, 3 Spieler und hat dann nochmal gestoppt und auf Green abgelegt. Der trifft zum 2-0 und schon im dritten Spiel in Folge. Und da ist der Anschlusstreffer. Bielefeld macht das 1-2. Ja, hoffentlich finde ich da eine echte und coole Tolle. Jedenfalls macht Klos auf engstem Raum das 1-2. Da kommen sie schon mit dem Anschusstreffer. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier das 2-0 vorhin gemacht haben. Jetzt dadurch nur 2-1 und nicht 1-1. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh, gefährliche Chance. Wir bringen auch einen neuen Außenspieler, Tobias Mohr. Burchardt hat ihn, die Flanke war nicht gut. Das war auch nicht gut von Burchardt, das habe ich schlecht gemacht. Warum werfe ich da ab? Da muss ich wegschießen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das verteidigen, sonst haben wir ein fettes Problem. Und ich glaube ja, wir haben ein Problem. Ah, durch einen eigenen Fehler können wir das 2-1 nicht halten. Fuck, das ärgert jetzt. Also wenn die so gut gespielt hätten, dass sie es verdient hätten und ein gutes Tor gemacht haben, dann sage ich nichts dagegen. Dann sage ich, oh, scheiße gelaufen, 2-2. Aber dass sie jetzt durch meinen Fehler, weil ich mit Sascha Burchardt da so dumm abgeworfen habe, anstatt ich hätte den Ball einfach festhalten können, der hätte wahrscheinlich abgepfiffen oder wegschießen oder was weiß ich. War mein Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist jetzt nicht unrealistisch, dass wir mal wieder ein Unentschieden mit drin haben, aber war eindeutig mein Fehler, hätte nicht sein müssen, dann hätten wir hier gewonnen. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da, schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.